So, dann sag ich mal nun herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources. Mal schauen, ob wir das irgendwie hinkriegen. Hier, pass mal auf. Ein bisschen da runter und mit Gabelstapler hantieren, ne? Das müssen wir auch noch. Da einen hin. Und dahin. Wupp. Die beiden. So. In grün schon mal. Pass mal auf, jetzt müssen wir noch ein Lager. Irgendwie Holz, Holz, Holz. Sägewerk. Womit hat das Sägewerk oben Anschlüsse? Da hinten ist auch ein Anschluss. Großartig. So. Das Sägewerk. Damit irgendwie hin. So. Ist ja schon mal gar nicht schlecht. Ne, jetzt brauchen wir noch den Messer und Gabel irgendwie. Die muss da auch irgendwie zwischen. Warum hat die eigentlich keine... Hier gibt es die Straßenverbindung, ne? Das finde ich schon großartig, dass die da ist. Aber der Rest ist nicht da. Wow. So, warte, ich muss das wegnehmen hier. Das weg und das weg. So. Erstmal mit Messer und Gabel hier ran. Straße muss erstmal raus. Das muss auch noch passieren. Warte mal. Erstmal eins am anderen. Dass die nicht mit drin ist, ist schade eigentlich, dass das keine Originalverbindung ist. So, den großen, ne, Forklifter sozusagen, den operieren wir mal hier hinten raus. Ach nee, müsst ihr auch, müsst ihr hier drüben, den können wir gar nicht, können wir nicht, das müssen wir hier machen. Siehst du, dann haben wir gleich schon kein Holz mehr. Holz ist schon mal durch, schon mal weg. So, hier hin eine Straße ran. So, das Teil, das Ding mal wieder wegnehmen. Jetzt brauchen wir die Straßenverbindung, die hier. Und zwar... Das passt gar nicht. Das passt gar nicht. Tut's gar nicht. Das wäre echt ein knappes Gewühle hier. Gerade mal so ein bisschen. Da fand ich, die müssen wir auch irgendwie rauskriegen. Warte mal, die Straße können wir zur Not da hinten rausführen. Das ist nicht das Problem. Aber hier, das ist ein bisschen knifflig. So, pass mal auf das Ding da. Das nochmal wegnehmen. Normale Verbindung hier. Da bin er nicht, ne? Oder? Willst du? Verbinde mal alles. Komm, alles, alles. Alle drei, alle vier. Bitte. Mach mal. Nur für mich. Mal den da. Krieg ich da eine Verbindung hin? Geht nicht, weil zu dicht dran ist. Ach, da will er nicht. Aber hier drüben will er auch, ne? Pass mal auf, hier will er auch nochmal. Da gehen wir nochmal ran. Der muss ran und dann müssen wir... Der da muss nochmal weg, ne? Warte mal, der muss noch weg. Reiß das nochmal ab hier. Müssen wir mal ändern hier. Zufriedenheit der Bürger ist niedrig. Ach du Himmel, da müssen wir da mal gucken. Sekunde. Erstmal eine Sache nach der anderen, ne? So. Ja, ich muss irgendwie auch eine Straße ran georgelt kriegen. Das ist noch viel schlimmer. So. Das ist schon mal super. Jetzt kriegt gerade keine Straße raus. Ich sehe dazu kommen. Ach, du hältst nicht aus. Klappt sogar. Siehst du, haben wir das doch geschafft. Ist das schon mal verkabelt? Das ist doch schon mal großartig. So. Die Straße muss auch irgendwie raus. Nehmen wir auch so eine, ne? Nur nach 15 Mattstraße hier raus. So. Hier können wir ruhig mal. Ne, warte mal, nehmen wir auch. Hier soll nicht viel fahren. Das ist nur der Verbinder dafür. Und das ist der Verbinder für... Warte. So. Mal stramm hier. Stramm um die Ecke rum. So, und jetzt wollen wir hier nochmal Asphalt, ne? Ne, Kies. Kies. Ne, Kiesstraße hier raus. Was machst du da? So, Kies. Und das Ding auch Kies, bitte. So. Haben wir. Den Rest wieder Modder. Das passt. Das auch. So. Nicht schön, aber selten, ne? Ja. Ich würde sagen, das machen wir so. Bobby, mach hinne. Ach ne, jetzt muss ich den wieder zuweisen, ne? Das raffen die wieder nicht alleine. Weil es zu weit weg ist. So. Das kann gebaut werden. Gott, das ist doch großartig. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Bäume pflanzen hier. Die gute alte Fichte. Komm hier, die Fichte. Wir brauchen mal ein bisschen Fichte hier. Also wenn denn, ne?
ordentlich ein dickes, ne? So. Hier oben noch ein bisschen. Siehst du, ach mal hier. Das doch, also weißt du was? So. Jetzt mal gucken, so, mal gucken, was wir hier hatten. Zufriedenheit der Bürger ist so niedrig, warum? Ja klar, weil kein Wasser, ne? Wasser ist das Problem. Wie weit ist mein Wasser hier denn? Jungens, macht hinne. Da ist fast fertig. Fehlen die Ressourcen Stahl. Ach du Himmel, fehlen die Ressourcen. Warum ist kein Stahl da? Mensch, das ist ja nicht zu fassen. Wo war denn das hier? Da. Stahl. Wo ist denn das Stahl hin? Hm? Leute, hier liegen 34 Tonnen Stahl vor sich hin. Molnar, Laderampe, Verteilergrenze. Pass mal auf. So, gib Stoff, mein Freund. Was ist das für einer? Nochmal einer. Der holt 16 Tonnen Stahl. Jawohl. So, letzten Monat 45.000. Das bremst so ein bisschen raus, ne? Man will ja, dann kann ich. Ach, Mensch, wir brauchen Stahl. Ja, dafür auch, ne? Es fehlt Stahl. Wir haben keinen Stahl mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, aber das hilft hier, ne? Das hilft. Das hier mit der Eimerstraße, das geht. Das funktioniert. Oh, die sind fertig. Haben wir schön, dass wir das zu wissen gekriegt haben. Finde ich großartig. Absolut. Ihr seid die Helden. So, Verteiler Benzin. So, was haben wir hier? Verteiler Benzin, Diesel. Und oder Diesel. 17 haben wir nämlich da. Aber das, was er nicht mehr nimmt, das müssen wir mit den anderen Sachen nämlich mal regeln. Weil die sind nämlich nur am Schuften. Die sind am Fahren wie die Wahnsinnigen. So, was haben wir jetzt gesagt? Benzin-Tankstelle sind alle belegt, ne? Die sind alle voll. Die hier. Was war das hier? Fleisch. Verteilerfleisch. Warum eigentlich Verteilerfleisch? Das verstehe ich jetzt nicht. Hab ich selber gemacht, aber ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Hier ist eigentlich auch nichts drin, ne? Der Stadtverteiler. Apropos, warte mal. Das wollen wir noch ändern, genau. Das können die ruhig nutzen hier. Weil wir können mal bis zu 75 Tonnen Fleisch erstmal hier reinkriegen. Wir brauchen nicht für jedes Stück Fleisch, was wir brauchen. Ja. An der Grenze gurken, das ist ja voll doof. Verteiler Stadt, pass mal auf. Pass mal auf jetzt hier. Pass mal auf. Vielleicht ist jetzt auch das, was ich machen wollte. Das kann ja sein. So, Zollhaus, Fleisch holen. Genau, guck mal hier, das fällt dann irgendwann weg. Das ist dann Schicht. Genau, den lassen wir mal hier. Wir brauchen erstmal einen Kühlwagen. Hier, ne? Verteiler Fleisch. So, ich brauche einen Kühlwagen. Und zwar. Kühlwagen. Da. Nee, ist Müllwagen. Da oben die Kühlung. Genau. Was haben wir denn hier? 6,5 Tonnen. 62 Klamotten. Das ist natürlich irre. Aber ich glaube, wir brauchen die großen, ne? Ja, wir nehmen mal. Wir nehmen mal zwei Stück von. So. Und die beiden kriegen Auftrag. Erstmal Anne. Alter, von hier ist auch Verkehr. An der Grenze. Und dann wieder da rein. Zack. Halt, stopp. Zollhaus, warum sagst du den Entladen? Beladen mit Fleisch. Entladen. 30%, 40%, 50%. So. Siehst du, machen die sich auf die Socken oder was? Jawohl, die machen sich auf Socke. So, das haben wir. Dann müssen wir das hier nachher rausnehmen und wir müssen, genau, das war, wir brauchen noch Tankwagen hier. Und zwar werden wir die ganzen Verteiler sozusagen, die werden wir mit Benzin versorgen. Dann ist das vorbei an der Tank, hier an der Stau an der Tankstelle. So, und ich glaube, das wäre auch gar nicht mal schlecht, wenn wir irgendwo ein zentrales Tanklager bekommen, wa? Pass mal, Tank, wo ist ein Tankwagen? Müll, Kühl, Flüssig, da. Flüssigtankwagen, genau. Gesamtkapazität, da ist er doch. 11 Tonnen Treibstoff. 70 läuft er. 11 Tonnen, 11 Tonnen, 80 läuft er hier. 90! 5 Tonnen. Was geht hier rein? 9 Tonnen. Der hat 11 Tonnen und der hat auch 11 Tonnen. Läuft aber 80, der Hobel.
Der ist aber teurer. Nehmen wir lieber den billigen, ne? Ja, die nehmen den billigen. Nehmen wir zwei erstmal davon. Und das mal langsam rantasten, weil wir wollen ja nicht zu viel Kohle ausgeben hier. Ein zentrales Tanklager wäre jetzt auch nochmal richtig cool, ne? Wenn wir das nochmal hätten. Ein zentrales Tanklager. Ja gut, zentral und zentral, ne? Aber ich meine immerhin. Was ist denn hier wieder? Was ist denn hier wieder los? Einmal nicht hingucken, schon ist wieder hier alles Asche, oder was? So, erstmal, nee, warte mal. Erstmal müssen wir die Jungs hier in Gang kriegen. So, ich habe keine Aufgaben, ich weiß. Kriegen wir hin. Neue Verbindung erstmal herstellen. Erstmal hier an die Grenze. Benzin holen. So, dann machen wir Pause. Und dann, jetzt müssen wir mal schauen. Was haben wir denn hier? Baubüro. Die Baubüros müssten eigentlich auch Benzin kriegen, ne? Zack, zack, zack. Und die ganzen Soßen hier auch. Zack, zack, zack. Das hier, das hier, das hier. Und von mir aus das hier auch. Hat das auch Benzin? Hat auch. So. Hier oben haben wir auch noch was. Was ist das hier? Verteilergrenze. Der hat aber schon auch keinen Sprit drin, ne? Kann ich jetzt nicht sehen. Nee. Jo, doch hat er. Da ist Sprit drin. Ist hier Sprit drin? Ich glaube nicht, ne? Das kaufe ich zu. Nein! Halt, stopp. Hier, warte, warte, warte. Das geht ja nun gar nicht. Wieso mache ich denn sowas? Nein, um Gottes Willen. Und hier? Auch. Alter Freund, kein Wunder, wir gehen pleite. Ressourcen, nein. Hier, alles löschen. Hier auch? Nee, da ist nix. Was ist denn hier? Nein, alles gut. Das ist er. Nein, alles gut. Das ist ein Teil der Stadt. Okay, was macht der hier? Lieber nochmal checken, wa? Bevor hier der nochmal gucken. Auch nicht. Auch nicht, gut. Was mit dem hier? Hast du auch nicht, gut. Mal gucken, auch nicht. Und du erst recht nicht, ne? Halt, nein. Fünf Leute, warte mal, hier. 15. Fehlende Ressourcen, mechanische Bauteile. Was? Warum? Die sind bestimmt, die sind garantiert auf dem Weg. Die stehen bestimmt hier. Alter, was ist denn hier los? Was ist denn hier euer Problem? Sag mir mal. Boah, das ist ja furchtbar. Von wo kommt ihr denn, sag mal, was ist denn hier unten? Was ist denn hier gerade so? Ach gut, ja, die Baustelle, ne? Ja gut, hier unten ist auch die Baustelle, da sind sie auch am Bühlen. Völkerwanderung, ja, furchtbar. Warum machen die jetzt gerade hier? Der Stau wird auf jeden Fall nicht kürzer. Das kriegen wir auch nicht anders hin, ne? Staus sind immer Panne. Staus sind immer furchtbar. Warte mal, die sind hier wieder am... Ja gut, das müssen wir erstmal hier... Zollhaus. Beladen. Mit Benzin. So. Und hier ein Laden. 30, 30, 30, 30, 30. Genau. Fahrt los. Habt ihr was vor? Gut. So, das sind nur zwei. Wir müssen normalerweise noch ein paar mehr von haben. Dass wir irgendwo mal ein kleines Lager bauen... Ich glaube, das wäre irgendwo hier gar nicht mal verkehrt. Hier so möglichst relativ zentral. So ein kleines Tanklager. Haben wir nicht irgendwo Tank? Was haben wir hier? Da. Ein Tanklager. So ein Tanklager. Das wäre schon ganz cool. Ne? Das, ich finde auch schon, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Hm. Dann bräuchten wir da aber... Warte mal, wie machen wir das am besten? Müssten wir da noch eine... Ne, braucht man nicht, ne? Warte mal, hier ist kein Strom. Da ist Saft. Da ist auch Saft. Da ist kein Saft. Hier ist kein Strom. Warum ist hier kein Strom? Wir müssen ja irgendwie Strom hierher kriegen. Aber das Teil könnte ruhig hier unten stehen. Ne, das Zentrallager, Benzin-Zentrallager. Fertig.
So, da bauen wir es hin. Dann brauchen wir nicht mehr ganz zur Grenze rausgucken. Dann kann nämlich immer, keine Ahnung, ein, zwei LKWs fahren die immer ständig hin und her und bringen hier Benzin hin. Damit das läuft. Alles klar, Daddy. Schön, dass du da warst. Dir noch einen schönen Sonntag, ne? Bis dahin. So, das wird gemacht. Müssten wir hier eventuell noch ein, zwei LKWs mehr einbauen? Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon, wir müssen hier noch zwei. Wir müssen leider noch zwei mehr, glaube ich. Flüssig. Wo sind hier flüssig? Da. Zwei. So. Die dürfen auch losfahren. So, und Sternverteilung statt. Das war das hier. Das war auch Benzin, ne? Ne, das war Fleisch und so ein Kram. Warte mal. Das Fleischlager. Da haben wir doch hier den unterwegs, die beiden, genau. Die fahren das Fleisch da runter und sobald das ankommt. Fleischi, Fleischi, Fleischi war hier oben, ne? Da. Da ist noch nix. Genau, das ist super. Dann läuft das wenigstens. Pass mal auf, jetzt haben wir hier unten. Hier müssen wir nochmal wegen Wasser gucken. Wärme haben wir hier oben schon. Das wird gebaut, das wunderbare Gerät sozusagen. Das wird gebaut. Bester Kram. Jetzt brauchen wir natürlich hier noch Wasser und Abwasser an den ganzen Hackefranzen, ne? Das braucht man auch noch irgendwie. Was haben wir denn? Wo haben wir denn? Hier ist noch, hier ist noch, hier ist noch ein schöner Verbinder. Da können wir theoretisch mit ran. So, ab ist Wasser. Wo werden wir das Zeug denn hier los? Ja, wir können es auch hier oben reinpumpen, ne? In diesem kleinen Tümpel hier oben. Uiuiui. Na gut, man könnte man, ne? Denn das ist hoch weg. Dann haben wir nämlich das hier wieder für sich alleine. Bloß Wasser halt eben, ne? Da bin ich noch am Spekulieren. Wie weit ist das denn jetzt hier? Ach, wegen Stahl, ne? Warte mal. Ja, Stahl fehlt noch. Aber der ist unterwegs. So, nee, wegen Wasser jetzt. Ob das reicht, wenn wir. Wir haben hier die Wasseraufbereitungsanlage. Die läuft mit 67%. Damit ran, also hier an der Pumpe mit ran, ob die eine Pumpe reicht, um das hier mit Wasser zu versorgen. Das ist die große Frage. Oder wir müssen sagen, wir bohren hier neu. Wir bohren hier frisch. Ich glaube, wir bohren frisch. Wir machen neu. Das Ganze frisch hier unten, ganz neu alles, dass hier Wasser für sich ist, weil hier doch einige große Häuser werden hier entstehen. Da gehe ich von aus. Aber das ist gerade schlecht hier. Warum 70.000? Was? Ah, wir haben Autos gekauft und so Krams, ne? Import, was haben wir hier? Fahrzeugimport, 65.000. Ah, warte mal, das ist irgendwas? Import, was haben wir hier noch? Treibstoff, gut, Treibstoff wird gerade reingebaut, wie wäre, ne? Wieder mal. Das zieht uns ein bisschen in den Keller. Uiuiui, Freunde. Uiuiui. Na gut, nützt ja nichts. Wir brauchen das Zeug. Das ist das, ne? Wir brauchen es halt. Halt, was ist das hier? 57%, der dürfte repariert werden. Der dürfte echt mal, ne, eine Runde was bekommen. So, ist hier schon Sprit drin? Oh ja, jetzt kommt's hier. Da kommt Sprit rein. Sehr schön. Jetzt tanken die sozusagen zu Hause, dann brauchen sie nicht mal eine Tankstelle ranrollen und das alles verstopfen. Wunderbar. So, was ist hier los? 1000, das läuft. Produktion ohne Ende. Was haben wir hier? 2,8 Tonnen. Was haben wir hier? 1,9. Ja, da fehlen noch ein paar Leute drin, ne? Zufriedenheit. Ins Gefängnis gehören konnte, ist keine Krankenhausbesuchung. 35 Kind gestorben. Warum? Warum? Warum Kind gestorben? Warum Kind gestorben? Was ist das Problem? Warum? Letzten Monat? 182 Geburten, 51 Todesfälle, 52 Fluchten. 35 Fluchten. Na gut, das die Fluchten, das ist aber auch die Kinder, ne? Wenn Mutti und Vati sterben, das Kind ist im Überschuss, dann das passt hier nicht mehr rein. So.
Was ist denn hier los? Wir müssten, glaube ich, mal überlegen, was für Betreuer wir hier drin haben. Wenn hier weniger Kinder drin sind, ist hier irgendwas nicht in Ordnung. Begeisterung für Sport. Plus 34, das können wir runterdrehen hier. Das ist wichtig. Auswirkung auf Kriminalität minus 48. Aber das hier ist doof, ne? Propaganda. Ich weiß gar nicht, wie man das rausregeln soll. Keine Ahnung. Okay, Spaß haben sie gar nicht. Also Kulturgenuss. Okay, mein Gott. Minus 3%. Das ist ja furchtbar. So viel? Was haben wir? Wir sind gerade 44, 44, 41, hast du nicht gesehen. Na gut, so. Prozent. 0,04%. Wir sind plus. Juhu! Naja. Ob das so toll ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber na gut, nützt ja nichts. So, was haben wir hier drin? Die werden schön rausgesammelt. Wo fahrt ihr denn eigentlich längs, Freunde? Ach, er fährt nach oben. Okay, alles klar. Ist geregelt. Ist genehmigt, alles gut. Das kann aber auch sein, weil hier keine Asphaltstraße ist. Das ist immer noch, ne? Dunkler Feldweg sozusagen fast. Das dürfte auch mal fertig, ne? Sollen wir jetzt endlich mal Fleisch hier drin, oder was? 12 Tonnen Fleisch schon mal drin, das ist schon mal großartig. Die holen noch mehr. Dann können wir hier unseren Stadtversorger mal sagen. Wo ist denn der eigentlich? Ist das hier? An der Verteilergrenze? Wo war denn der noch? Hm. Technische Dienstleistung. Genau, das ist er hier. Pause. So, kein Fleisch mehr da holen. So, entladen. Was haben wir denn hier? Kleidung. Gefängniswerkstatt. Supermarkt. Fleisch. Gut. Da muss das Fleisch noch mit rein. Haben wir noch Platz dafür? Haben wir. Hier. Da sollst du hinfahren. Was steht da? Mülltransport zwischen offenen Lagern? Du brauchst einen offenen LKW? Was? Was für ein Mülltransport? Was für ein Mülltransport? Hier ist kein Müll. Hier, da müssen wir hin. Wir müssen Fleisch. Da, Fleisch. Da sollen sie hin. So, wieso sagt er denn sowas? Ich brauche keinen offenen. Na gut, jetzt ist es weg. Sehr komisch. Abgedeckt. Wir haben zwei Kühler. Ja gut, wenn diese beiden kleinen Kühler jedes Mal zur Grenze hochgeguckt sind, ne? Was haben wir hier denn? Ist das auch ein Kühler oder was? Ist auch ein Kühler. Guck mal hier, die großen. Na gut. Gut, so. Das ist drin. Jetzt muss das nur einigermaßen wieder ins Plus kommen, ne? So ganz sinnig. Wäre ganz cool. Das macht es auch langsam. Oder auch nicht. Doch, das macht es. Export ist größer. 173.000 haben wir Export. Das waren die ganzen Autos, die wir eingekauft haben. Ja, jetzt müssen wir einfach wieder sparen, dass wir hier einen Zug kriegen. Mensch, verfluchte Achsen zugenagelt. So, was ist denn hier noch? Da ist immer noch Luft. Ja, das geht. Hallo Beringer, schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Moin, moin. So, das läuft. Das war, wie war das jetzt hier? Wir müssen hier mal sehen, ne? Wegen Wasser und so. Hier haben wir die Geschichte. Wenn hier nachher noch große Gebäude hier reinkommen, hier unten. Die richtig großen, die großen Klötze hier. Da können wir da hinten noch eine Reihe mehr machen. Das passt dann auch. Müll müssen wir auch nochmal extra machen, ne? Eine Müllgeschichte müssen wir auch nochmal extra machen. Wo ist denn das hier? Technische Dienstleistung, die großen. Was haben wir hier? 15. Hier, 15 Autos. Sowas hier. Eine technische Dienstleistung muss hier noch her. Für Müllwagen und so weiter. Das muss ja auch noch passieren. Und hier eine technische Dienstleistung hier nachher. Die muss ja auch passieren. Das nützt ja uns nichts. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Werkstatt brauchen wir erstmal hier nicht.
Schneehals-Getreideanbau kostet auch nicht so viel an Ressourcen. Getreideanbau. Das könnten wir hier oben machen. Hier ist ja alles Flachland, ne? Da ist es flach. Das könnte man hier oben machen. Das Problem ist aber nur, ich meine, hier ist der Frachtbahnhof. Das ist alles wunderschön, ne? Was ist hier los? Hier ist ein Stromproblem. Hier brauche ich keinen Strom. Warum? Was ist denn hier los mit Strom? Hallo? Hallo? Oh, hier. Da fehlen ein paar Leute. Jetzt sind wir wieder da. Okay. Das Problem ist aber nur, wenn wir das anfangen hier oben, Bauernhöfe zu bauen, hier oben alles voll mit Feldern machen. Das können wir machen, das ist ja nicht das Problem. Der Platz ist ja da. Und dann hier schön an dem Frachtbahnhof ran. Das Problem ist bloß, wir kriegen das Korn ja nicht hier in den Tank rein. In diesen Kornspeicher kriegen wir das ja nicht rein. Das ist ja das kleine mittelschwere Problem, was wir haben. Wenn hier drüben noch ein Kornlager stehen würde, ne? Also mal angenommen. Aber wir könnten das machen hier oben. Das würde funktionieren. Das würde hier. Oder wir machen das hier drin halt. Und dann fährt er das ein mit der Bahn darunter. Fertig ist die Laube. Dann nutzen wir das, was wir haben. An Ressourcen, den Rest kaufen wir zu. Per Bahn. Das könnten wir machen. Das können wir auch in Angriff nehmen. Gute Idee. Das können wir machen. Jetzt lassen wir erstmal kurz Wasser regeln. Wir haben erstmal Wasser regeln. Dann machen wir da oben nochmal, ne? Da oben geht's weiter. Gartenjunge, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust. Moin, moin, da brennt ein Gebäude. Die Mine brennt. Ach du Himmel. Nein, das brennt. Und jetzt kommt garantiert der Feuerwehrwagen da nicht hin. Pause. Keine Feuerwehr unterwegs, die das Feuer bekämpfen. Das ist jetzt großartig. Wieso haben wir hier keine Feuerwehr? Schneehals. Zug ist zu teuer. Seilbahn ist billiger. Das Korn per Seilbahn dahin fahren? Könnte man auch machen. Aber das werden wir trotzdem nicht los. Das kriegen wir doch trotzdem nicht ins andere Lager gefahren. Kriegen wir da irgendwie nicht hin. So, warte mal, Feuerwehr. Wir müssen mal gucken, was ist das hier los? Feuerwehr. Da. Gebäude. Hier ist keine Feuerwehr. Nichts. Ach du Himmel, wo ist denn hier eine Feuerwehr? Ich brauche eine Feuerwehr. Feuerwehr, da ist er. Wo ist die Feuerwehr? Da. Haben wir einen Helikopter? So, Jungs, das brennt. Pass mal auf, ich helfe mal ein bisschen. Vielleicht kriegen wir das gerade noch irgendwie geregelt. Hat das angenommen oder was? So. Wo ist er? Leute, es brennt hier. Merkt ihr noch Einschläge oder was? Na, warte, ich mach mal Pause wieder. Sekunde, warum geht das hier nicht? Feuerwehr selbst zum Brand schicken, das will ich ja auch. Warum fahren die nicht los? Hier. Ach Gott, die sollen nicht mit dem Wagen dahin fahren. Die sollen mit dem Helikopter dahin düsen. Das hilft mir jetzt aber auch nicht weiter. Bis die da sind, ist es runtergebrannt, sozusagen. Nein. Wo haben wir denn sonst noch Feuerwehr? Das ist da. Da ist eine Feuerwache. Haben wir hier eine Feuerwache irgendwo? Hier vorne, da ist eine Feuerwache. Wunderschön. Die schafft aber auch nicht da oben hin. Hier oben haben wir nichts. Hier ist gar nichts. Und hier auch nicht. Da ist keine Feuerwache. Gar nichts. Ich würde sagen, das können wir vergessen, das hier. Das brennt runter. Das müssen wir dann noch wieder frisch aufbauen. Leider. Das funktioniert. Komm schon mal, gut, das läuft hier. Aber es hilft mir nicht. Wir brauchen Feuerwehr. Nein, wunderbar. Ja, lass sie mal fahren. Lass sie mal fahren. Wo sind sie jetzt? Da sind sie rausgejagt. Da fahren sie. Da fahren sie, wie die Wahnsinnigen.
Also wenn ihr es schaffen solltet, kriegt ihr einen Orden von mir. Ja, da kommen sie nicht hin, das schaffen sie nicht. Wäre ein Wunder, wenn er schaffen würde. Es wäre ein... Lass mal mitfahren. Wir wollen mal gucken. Wir wollen mal kurz gucken. Aber das, ich glaube, schafft er die nicht. Das wird nichts werden. Nee. Da ist vor allem ist das eine Lehmstraße. Da fährt er noch langsamer. Da brennt noch ein Gebäude. Ich halte es im Kopf nicht aus. Was brennt denn da noch? Was ist denn das jetzt hier? Dirty Springs, ein Lager brennt da. Okay, da ist aber auf jeden Fall ein Platt, das Plattenlager brennt sogar. Ja gut, da sind die aber auf jeden Fall auf dem Weg hin. So, warte mal, wie weit sind wir noch weg? Es brennt in voller Ausdehnung, Freunde. Ein Gebäude ist abgerissen. Ja, es ist leider... Es hat es nicht geschafft. Es hat nicht geschafft, tut mir leid. So, Feuer ist gelöscht worden, gut, wunderbar. So, die Hütte ist auf jeden Fall weg. Die fahren wieder zurück, ne? Ja, was ich, wir versuchen es trotzdem noch, oder was? Ganz ehrlich? Ihr müsst erstmal hier hochfahren, umdrehen, ne? Stimmt, ihr könnt nicht auf der Straße umdrehen. Ach du Himmel. Ja gut, warte mal. Das ist natürlich jetzt doof. So, jetzt müssen wir das hier wegreißen. Das muss erstmal... war aber der Abriss... Abrissbüro. Gut, da müssen wir erstmal dahin. Wo haben wir das Abrissbüro? Na, wie ärgerlich. Wie ärgerlich ist denn das? So, warte mal hier. Abriss zuweisen. Hier, fahrt mal da hoch. Dann müssen wir das wieder aufbauen, wenn es soweit ist. Genau, fertig. Wenn, ne? Genau, gib mir das mal. Dann bauen wir es wieder auf. Garten, was schreibst du bei mir? Hat es am Freitag die halbe Stadt weggebrannt? Nach dem Beben. Feuerwehr verpasst wieder. Wie auf Sacken zu bringen. Nur kleine gebaut gehabt. Ach, nur kleine gebaut. So, warte mal. Wir müssen noch eine Feuerwehr machen. Wie gesagt, wir haben ja eigentlich große hier, eine da. Das hilft uns auch nicht weiter. Hier ist eine die hier. Die versorgt das hier. Und das kriegen die auch hin. Da kommen sie ja überall hin. Das ist nicht das Problem. Das kriegen sie auch hin. Ich denke mal, wir bräuchten irgendwo hier oben nochmal eine her. Hier ist eine wunderschöne Bushaltestelle. Ne, da fahren ja auch jedes Mal fleißig Leute ran. Wenn wir irgendwo hier noch eine Feuerwache herbekommen, dann haben wir wenigstens noch eine Chance, hier oben hinzufahren. Das kriegen sie hin. Wenn wir vielleicht die Straße da eventuell nochmal ne, ein bisschen asphaltieren, weiß ich nicht genau. Irgendwie sowas. Was haben wir denn? Hier ist doch Platz. Guck mal, hier in der Mitte ist Platz. Wir nehmen den kleinsten Platz, den wir haben. So. Feuerwehr. Wir brauchen eine Feuerwehr. Notfall, Krankenhaus, Feuerwache. Was haben wir hier denn? 4 Fahrzeuge, 8 Fahrzeuge. Was ist das hier? 2 Fahrzeuge. 30 Leute mit dem großen, das Ding. Das ist aber ein ordentlicher Lümmel, ne? Der passt da nicht mal hin. Die kleine passt da hin. Oder die mittlere, so. Ist hier eine... Kriegen wir irgendwo Leute her, hier? Da ganz hinten. Wie läuft das denn hier? Warte mal. Ja, warte mal, da laufen sie. 256. Also müssen, das müsste gehen, wenn wir hier die Straße nochmal aktualisieren, ne? Wenn wir da nochmal eine 5G Straße bauen, dann können wir hier noch eine Feuerwache hinsetzen. War aber auch mit Schuld. Sanierung war noch ausgeachtet. Sanierung war nicht mit drin. Also waren die Gebäude jetzt sozusagen rampelig. Die waren nicht mehr so auf ne? neueste Bautechnik sozusagen und ist klar, ja gut, ja. Warte mal, lass uns hier mal eine vernünftige Straße bauen. Pass mal, wir machen gleich Nägel mit Köppen, ne, und die machen wir richtig. Oh, endlich funktioniert's mal. Das ist großartig, jetzt endlich funktioniert's. Bis dahin, zack, mach da mal Asphalt. Hau rein. Genau, Schneehals. Wenn alles bei Workers funktioniert, ist es zu langweilig. Das stimmt.
Und da schauen wir nachher auch nochmal rein, unser Community-Projekt. Da ist so einiges, da ist so einiges passiert. Da werden wir nachher mal wunderbar schon mal reingucken. Ich bin mal, also, ne? Ich werde mal so ein bisschen, ja, es ist eine Menge passiert und auch eine Menge irgendwie schiefgelaufen. Aber das Ganze ein bisschen aufarbeiten, das wird cool. Na, Joe, genau, ist ein Katastrophenzustand. Ja, aber, ne? Ja, das kriegen wir immer irgendwie hin. Irgendwie wird das schon klappen. So. Jetzt lasse ich mich ablenken. Ohne Ende. Wir wollten hier Wasser machen. Das war, der Brand hat es abgelöst. Ne? Was ist denn hier los? Ach du Himmel. 95.000 Miese. Was haben wir denn so viel angekauft? 124.000 Export. 165.000 Fahrzeuge nochmal extra drin. Ja, wir haben viel. Wir müssen unbedingt ins Plus wiederkommen. Was holen wir denn? Warte mal, was holen wir denn hier so rein gerade? Importieren. Was importieren wir gerade? Was haben wir gerade im 3. Mai? Letzten Monat haben wir ja Treibstoff reingeholt, wie irre, ne? Treibstoff. Das war wieder, weil wir die Sachen voll machen wollten. Deswegen haben wir Treibstoff reingekauft, wie wahnsinnig. Chemikalien, Pflanzen. 46,789. Gut, wenn wir da einen Bauernhöfe haben, dann können wir das auch noch wegsparen. Aber andersrum, da brauchen wir auch wieder Fahrzeuge für. Einen ganzen Arsch voll. Die kosten uns auch einen ganzen Haufen Geld. Der Müll macht mir auch noch Sorgen hier. Aber das, gut, im Moment steht das, ne? Im Moment steht das hier. Müll wird fleißig hier rausgefahren. Das wird alles schön verbrannt. Wundervoll. Fehlende Ressourcen, ja gut, das ist alles gut. Das wird hier nochmal extra sortiert. Rapsi-fatsi. Und dann kommt es hier raus. Aber das hält sich noch. 4,18, das war die ganze Zeit schon so. Das ist ein Plus-Minus-Ding. Ne? Das hält sich da. Solange das nicht weitergeht, dann halten wir das fest. Red One Six, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust. Moin, moin. So, hier wird ein Tanklager nochmal gebaut. Ne, das ist eigentlich nicht so tragisch wichtig. Warte mal, und die Feuerwache, ne? Die wird hier noch oben. Hier wird noch eine Feuerwache gebaut. Gut, aber erstmal muss die Straße fertig. Ich kann aber ein bisschen Stress geben hier, Jungs. Pass mal auf. Ne? Hohe Priorität. Und das hier auch. Hyperhoppy. Mach hinne. Da kommt hier noch eine Feuerwache hin. Dann haben wir das nämlich. Dann, wenn das da oben wieder brennen sollte, können die da oben hinfahren und das wegholen. Wie weit ist denn das hier? Abriss ist fertig. Müll zum Abriss. Das eine da und holt das den Rest weg. Ja, und nun? So, jetzt müsste es fertig sein. Genau, jetzt kann es wieder aufgebaut werden, ne? Genau, jetzt können wir es wieder aufbauen. Ja, da sind sie aber auch flink drin, muss ich sagen. Echt, muss ich echt sagen, die sind echt gut dabei. Baustelle zuweisen. Baustelle zuweisen, und zwar hier oben. Das Ding muss wieder aufgebaut werden. Und das dürfte ich auch gerne mal ein bisschen mehr Gas. So. Ich hoffe, dass wir das einigermaßen überleben hier. Nicht, dass wir hier vollkommen trocken laufen. So, hier waren wir noch drin. Wie viele Leute haben wir eigentlich hier? 3% Arbeitslose, also 174. Wie weit ist das mit der Schiene? Nochmal mit der Schiene gucken, wie weit sind wir hier? Ach, guck mal hier, du, da kommt ihr schon rein in die Kohle, du. Da ist eine Kreuzung drin, die muss auch noch geschraubt werden. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Der kann, glaube ich, nicht machen, weil die gerade so ein bisschen sich auf die Füße stehen, ne? Wo ist er? Ach, er ist hier oben bei. Guck mal hier. Gut, haben sie sich ein bisschen aufgeteilt. Das ist großartig. Gut. Jawohl. So. Andersrum, das kann auch erstmal gemacht werden. Wir können ja mal gucken. Wir hauen hier mal ein Auge rein. Wir hauen hier mal ein Auge rein, weil wegen Bauernhöfe. Wie ist das denn von platzmäßig? Platzmäßig ist das ja wahnsinnig. Platzmäßig haben wir richtig Platz. Da müssen wir mal sehen. Wie ist das mit der... Warte mal, was ist hier? 124...
121 Tonnen ist er jetzt drin. Bauernhöfe und so weiter. Pass mal auf, wie machen wir das am besten? Dass die ganze Fläche können wir nutzen. Die ganze komplette Fläche können wir nutzen. Und das Thema mit der Gondel sozusagen, hier, ne? Hier, die Seilbahngeschichte. Ist ja ganz gut und schön, aber wir kriegen das da in dieses Lager nicht rein. Das ist das Problem. Wir kriegen das da nicht rein. Ne? Wir müssen das irgendwie. Wir müssen das so entweder mit LKW fahren oder wir müssen halt eben wir können das nachher mit LKW fahren. Das ist nicht das Problem. Wir haben hier tonnenweise LKWs über. Wir haben, ne, fast hunderte, kann man sagen, die hier Korn von der Grenze wegfahren. Oh ne, Klamotte, guck mal hier, 17.000 plus, hey, cool. Die können wir ja nutzen nachher, um das Korn von dem Hof zum Beispiel hier reinzugurken. So. Und dass wir hier, was wir hier nachher einen Überschuss haben, das, gut, einen Überschuss werden wir nicht haben. Großartig. Und ich denke mal nicht, dass einer reicht hier. Leider können wir nicht auf der anderen Seite noch ein Lager bauen und sagen, hier ist das verbunden, weil das läuft in der Mitte zusammen. Das ist das Problem, das funktioniert nicht. Wäre natürlich cool, wenn es gehen würde, aber das tut es leider nicht. Weil wir brauchen ja noch Körnchen nachher für die Chemikalien zum Beispiel oder was weiß ich, wo wir nachher bei sind. Dass wir sollen wir es machen oder sollen wir es nicht machen? Bauernhof, hier oben rein. So. Das liebe Geld wieder, ja genau. Das liebe Geld, oh, was man nicht hat. So, pass mal auf, erstmal sehen, was haben wir hier? Essen, Trinken, Kulturpflanzen, pass mal auf, Bauernhof klein, fett groß. 30 Fahrzeuge, wenn schon, denn schon. Hier, ne, hier wird nicht gekleckert, hier wird geklotzt. So, hier im Bauernhof rein und dann mal sehen, dass wir irgendwie die Felder da drumherum anlegen. Und da muss auch noch ein Lager zwischen und hast du nicht gesehen. Hier drüben ist auch wäre viel Platz, ne? Hier kann man echt was draus machen. Aber nicht, dass wir das alles wieder voll bauen und dann stehen wir da und sagen, ey, wir hätten ja eigentlich noch ein bisschen, weißt du? Eieiei. Ich baue es einfach mal dahin. So, jetzt steht's da. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Schlachtruck, brauche ich nicht. Was mache ich? Ich brauche ein Lager. Kornspeicher. Und zwar von mir aus eins mit 12.000. So einer da. So einer da ist schön. So viel werden wir nie zusammenkriegen. Niemals nicht. Genau, Joe. Und ein Verteilbüro. Und eine Tanke. Und Strom. Und Schienen. Und Herr Jemine. Ganz genau. Hat er zwei Eingänge? Das hat er sogar. Du hältst das nicht aus. Das ist schon mal großartig. Ja, gut. Dann können wir den so mitnehmen. Der braucht noch nicht mal da angeklemmt sein. Das ist eigentlich ziemlich Wurst. So. Nicht genug Tutorial im Waisenhaus. Ach im Himmel, nie, ja. Mach doch nicht so einen Mist. Warum habe ich gerade so einen Ruckler hier? Hier ist gerade Ruckel, Ruckel. Und zwar richtig. Der böse Regen. Aber das ist aber schlecht hier oben. Dass wir so viel Miese machen, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, dass wir so viel Miese machen. Aber warte mal, die Folge war durch, ne? Ach, dann sag ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.